Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute mal wieder von Lego Star Wars die Skywalker Saga. Und unser heutiger Auftrag ist, suche die Steuerung für den Fangstrahl. Und ja, ich würde sagen, labern wir nicht viel rum, legen direkt los und let's go. So, also, erstmal hier runter. Er hat sich einen Kaffee gemacht. Freut mich. Ich habe heute Nacht so räudig geschlafen. Es ist gerade eben 6.30 Uhr und ich nehme schon auf. Sieht man mir vielleicht ein bisschen an, dass ich ein bisschen nicht gar so ausgeschlafen aussehe. Keine Ahnung, aber ja. So, ich hoffe, man hört mich in der Folge besser. Ich versuche lauter zu reden. Ich habe immer noch ein bisschen Halsschmerzen, allerdings es wird schon wieder besser. Und ja. Die Traktorstrahlsteuerung ist gleich da vorne. Aber dazu müssen wir an Wachleuten vorbei. Na, das ist ein kleines Problem. Ja, also ich habe nicht mehr so starke Kopfschmerzen, Halsschmerzen, aber ja, immer noch. Und deswegen kann es sein, dass ich immer noch nicht so laut verständlich bin. Aber ich hoffe, es ist besser wie letztes Mal. So, meine Lieblingsaufgabe, die ich sogar gut gelöst habe. Mit der Zeit geht's. Die Traktorstrahlsteuerung ist hier entlang. Sie dürfen mich nicht sehen. Dabei sollten mir meine Jedi-Kräfte nützlich sein. Ablenken. Ja, Glück gehabt. Wir wurden auf jeden Fall nicht gesehen von den Sturmtrupplern. Und ja, es lädt so schnell dieses Spiel. Eine Präsenz, die ich zuletzt spürte, als... Nein, das war's nicht. Entspannt, auch wieder. Einmal voll. Ja. Ah, ja. Ja, das ist... Nein, ich weiß nicht. Einfach Jim auf dem Todesstern. Aha! Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich. Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Da sind wir. Ihr fliegt mit dem Ding? Ihr seid mutiger, als ich dachte. Reizend. Kommt. So. Chewie, los. Renn. Da sind sie. Ja, gut. Geh zurück zum Schiff! Ah, ich bin jetzt Han Solo. Oder nee, bin ich Obi-Wan? Der Falke muss hier irgendwo sein. Mach dir auf! Los! Ich versuch ja, hör auf zu schreien! Ey, warum macht die Pistole von Han gar keinen Schaden gefühlt? Nur Headshots. Bam, 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 jetzt. Nice. So, entspannt, das haben wir auf jeden Fall mal. Und durch da. Jetzt, Schuhe, du musst weggehen, sonst macht's bumm. So. Oh, das sind solche Dinge. Oh, run. Dann zum Beispiel ein paar Stats noch mitnehmen. So, kehrt zum Millennium Falcon zurück. Oh, da stehen ein paar Leute. Kritisch. Ich bin allergisch gegen Wookies. Erledigt sie! Ich will Chewie sein. Ja. Die macht wenigstens Schaden. Oh, fuck. Fuck. Grenado. So. Weg mit euch. Okay, entspannt. Bauen, ich kann ja was bauen. Mach ich doch. Achso, das sind immer nur diese scheiß Dinger da. Das sind eh manchmal immer so. Bauen. Ja, das war einmal ein Hahn. Muss die Stats einfach mitnehmen. So verführerisch. So, das brauche ich nicht bauen. Oha, man muss die sogar zerstören. Der kriegt mal irgendwas. Entspannt.
Oh Gott, dahin. Oh, oh Gott. Ich habe auch mitgeschützt. Ja gut. Ah, nicht so entspannt, würde ich jetzt mal behaupten. Da kann ich vielleicht auch fallen. Ja, danke. Also das Geschütz ist ja mega scheiße. Alter. Oh, Grenado. In die Granate soll ich nicht unbedingt. Ja, perfekt. Oh, da ist ein Commander. Jetzt nicht mehr. Hallo. Perfekt. Er war frei. So. Wo müssen wir jetzt? Sorry. Wo müssen wir jetzt einstecken? Da hinten, oder? Ja, sieht mal danach aus. Er war frei. Und weiter geht's. Der Falke ist der einzige Weg hier raus. Na los. Han? Han, hörst du mich? Wir kriegen diese Tür nicht auf. Wir brauchen deine Hilfe. Verstanden. Entspannt. Warte kurz. Nice, zwei Headshots. Imperiale Technik ist viel zu kompliziert. Am besten einfach draufhauen. Ja, genau, so meint es auch. So. Damit kriegen wir die Tür auf. Irgendwie. Hier drauf. So, und dann so. Und ja. Und die Tür geht auf. Lass mich raten. Ja. Zimmer Luke. Entspannt oder Leia. Ja, perfekt. Iron Fry. Oh Gott. Und die nächsten. Entspannt. Haltet sie auf. Sofort. Ist das ein Flammenwerfer-Typ? Hat gerade übel seine Haut gezogen. Junge Luke, du stehst nur im Weg. So, einmal frei. Lass mal kurz die Stats noch mitnehmen. So. Ah, Sniper. So. Junge Brock. Weg mit dir. Einfach mal kurz Deckungen ausgetauscht. Naja, wir leben noch. Das ist mehr als erwartet. So. Ja. Hast du die Schlug? Ups. Komm. So, jetzt habe ich die. Und wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich check's gerade irgendwie überhaupt nicht. Ne, hier kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Achso, hier sind wir ja von da sind wir gekommen. Also hier rüber, schätze ich. Ja, nach rechts irgendwo hin. Wie hoch dann? So, hier hoch. Schon wieder Sturmtruppen. Ist für euch Endstation. Ja. Entspannt auf jeden Fall. Ihr werdet nie entkommen und diese Schlüsselkarte nie kriegen. Ich kann darauf gar nicht zugreifen. Wie können wir das Kraftfeld deaktivieren? Die Schaltkonsole. So eine haben wir benutzt, als wir als Sturmtruppen verkleidet waren. So, jetzt müssen wir wieder ein Sturmtruppler werden. Seid ihr immer noch da? Keine Chance, dass zwei Rebellen ein imperiales Kraftfeld deaktivieren. Es war noch so ein Helm von den Sturmtruppen. Oh, Halleluja. Was? Junge, jetzt verpisst euch.
brauche nur eure Helme, sonst bin ich Junge. Okay. So, weg mit dir. Alter, frei. So, das ist ein Minigunner. Sehr gut. Jetzt bin ich nochmal komplett. Jo. Perfekt. Und ja, dann weiter, dann gehen wir wieder hoch und deaktivieren dieses Kraftfeld, was auch immer. So. Tja, jetzt kann ich zugreifen, du Opfer. So. Links, links, rechts, links. Easy. Wenn ich mir überhaupt noch was merken kann. Ne? Also gib jetzt her das Ding. Okay. Adieu. So machen wir das. So. Also jetzt muss ich ja wieder runter. Halleluja. Wie oft habe ich Halleluja in diesem Part schon wieder gesagt? Keine Ahnung. Hier runter. Ah ne, jetzt rechts wieder. Als ob der Todesstern so groß ist. Ich dachte, der ist nicht so groß. Also in echt Star Wars ist er natürlich schon groß, aber ich dachte hier in Lego Star Wars. Aber anscheinend ist er trotzdem nicht so sonderlich klein. Ey! Sniper an der Stelle. Ja, auch immer trifft nichts. Hoch, concentrated. Easy. Ja, egal jetzt. Komm her. Als ob der dich trifft jetzt. Perfekt, das sind wieder diese Dinger. Okay, jetzt können wir aber doch endlich verschwinden, oder? Endlich. Ah, wir brauchen R2. Wir haben keine R2. Als ob, wir kommen trotzdem durch. Entspannt. Aber wir haben uns verlaufen. Jetzt müssen wir mal das Ding down. Achso, ist schon down. Sie werden durchkommen. Es kommt doch hier gleich ein Sturmtruppel von irgendwo. Bin ich blind? Ach, jetzt hier. Ich. Und weg mit dir. So. Oh, jetzt kommen wieder zwei Junge. Jetzt lasst uns doch einfach. Oh, diese Sniper sind immer so ätzend. Alter. Junge Leia, ich sehe wegen dir nichts. Perfekt, ja, jetzt können wir uns da hinhängen. Entspannt. Viel Glück. Entspannt, so macht man das. Und weiter geht's. Ja. Ben? Ihr habt nachgelassen, alter Mann. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Ja. Ja, tschui. Weg mit dir. Und tschüss. Ja. Nicht übel, meine Rettungsaktion, ha? Huh? Wenigstens ist die Information in R2 noch intakt. Ja. Wir haben es noch nicht überstanden. Entspannen. Wir müssen diese Informationen sofort zum Rebellenstützpunkt auf Yavin 4 bringen. So. Und was für Informationen sind das genau? Die technischen Unterlagen vom Todesstern. Ich hoffe nur, dass uns die Analyse dieser Daten eine Schwäche aufzeigt. Klingt kompliziert und war nicht Teil unserer Abmachung.
Sobald ich mein Geld habe, bin ich weg. Wegen eurer Belohnung braucht ihr keine Angst zu haben. Wenn es euch nur um Geld geht, sollt ihr auch nichts weiter kriegen als Geld. Ja, aber ich würde sagen, die Mission machen wir in der nächsten Folge. Danke, Leute, fürs Zuschauen, auch wenn ich immer noch ein bisschen erkältet bin, beziehungsweise Halsschmerzen habe. Ja, wie gesagt, habt einen schönen Tag, haut rein und ja, dann bis in der nächsten Folge. Ciao, ciao.